Nächster Halt, Dresden Flughafen. Next Stop, Dresden Airport. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem grüßen. Hallo, Herr Lehmann. Hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. So, Herr Lehmann ist zum Russentreffen in Oberlumpwitz. Das ist direkt am Sachsenring. In der Goldbachstraße. In der Goldbachstraße, am Goldbach sozusagen. Am Goldbach, ja. Und du bist der Gunnar. Ich bin der Gunnar, ja. Mhm. Du moderierst die ganze Veranstaltung? Ja, ich versuche, dass ich es so halbwegs hinkriege. Und ich sag mal so, wir versuchen das auch, dass wir es ein bisschen professionell hinkriegen. Aber es ist doch immer ein Kampfauftrag, den wir hier abzudrücken haben. Weil wir wollen ja die Besucher informieren, was bei uns hier läuft. Wer von den Teilnehmern welche Leistungen erbracht hat auf der Traktorpullstrecke. Mhm. So, und da muss man halbwegs einen klaren Kopf behalten. Du sagst gerade Traktor-Pull-Strecke, aber das heißt ja Russentreffen. Wer trifft sich nur, die Russen oder die Traktoren? Ja, das ist eine Sache, die ist ein bisschen historisch gewachsen. Wir haben ja, einen Kampfacker. Und am Anfang haben wir hier mit ganz normalen Belarus-Traktoren angefangen. Das war vor 8 Jahren. Wir haben jetzt die 8. Veranstaltung. Und haben gesagt, Mensch, wie kannst du hier mit Russentrecker ein Treckertreffen machen? Lanz-Bulldogs und andere Oldtimer auch mit Russen. Das war so ein bisschen eine vage Veranstaltung, aber wir haben uns jetzt hier, glaube ich, gemeinsam mit der Andrea, mit ihrem Team, mit ihrem Sohn, mit den Hommersdorfer Land- und Kommunaltechnikhändlern eine Veranstaltung erarbeitet, wo die Resonanz, glaube ich, zu sehen ist. Und Bilder sind ja im Internet und sonst überall wo. Und die Besucherzahlen zeigen, dass wir hier mit unserer Strategie, die wir ja fahren, wir machen Show, wir machen Ausstellungen, hier stehen Traktoren, die man sich anschauen kann, Oldtimer, und wir machen auch eine Show für die Besucher, was die sehen wollen. Und am Anfang, oder nach 3 Jahren, waren holländische Teams hier, und jetzt haben wir in diesem Jahr wieder einen holländischen Traktorpuller hier, der in der 3,5 Tonnen Klasse startet. Und ich weiß ja nicht, ob da Bilder jetzt hier schon gemacht wurden. Da brennt ja richtig die Luft. Und man sieht auch, wie sich die Traktoristen bei uns hier auf unseren Kampfacker mühen müssen, wenn es bergan geht. Ja, ich habe schon Verschiedenes gesehen und das gibt auch ein Video dann zu sehen. Es schafft ja nur nicht jeder Traktor die Strecke. Sie müssen ein Gewicht von wie viel Tonnen hinterher ziehen? Das ist ein Bremsschlitten, der hat ein Eigengewicht mit einem aufgesetzten Ballasttraktor, der entsprechend der Fahrstrecke dann hochgehoben wird in Vorderachse und Hinterachse. Und das sind fast 8 Tonnen Schleifmasse, also kein Anhängegewicht auf Rädern. Und man sieht eben, wie sich auch große Traktoren hier mühen und nicht oben ankommen und kleinere doch mit ein bisschen Hilfestellung, ein bisschen Doping muss sein, wird das auch so gemacht, dass die auch ein Erfolgserlebnis haben. Die Hilfestellung soll ja auch sein, denn es soll ja keiner hier mit seinen Traktor kaputt machen, sondern im Gegenteil, es soll ja Spaß und Freude machen. Ja, es soll Spaß und Freude machen und die Besucher sollen auch sehen, und ich rede auch immer davon, man sollte jedem Traktoristen Hochachtung zollen, wer sich in den Ring bewegt oder vor den Schlitten sperrt. Ja, also Die Grundidee, um überhaupt erstmal so ein Treffen zu machen, kam dann so eine Biertischlange heraus, oder hatte ich eine Frau nachts aus dem Schlafzimmer rausgeschmissen? Nein, das hing mit meiner früheren Arbeit zusammen. Ich habe früher mal auf der Agra in Markleberg gearbeitet und da war ich im Deutschen Landwirtschaftsmuseum, oder damals hieß das Agrarhistorische Ausstellung der Deutschen Demokratischen, sei dahingestellt. Man hat beides kaputt gemacht und wir hatten dort Oldtimer, und zu Veranstaltungen hatten wir die Oldtimer dort rausgeräumt. Lanz-Bulldogs angeschmissen, und damals stand die Andrea mit ihrem Versorgungsstand neben uns, und was gibt es Schöneres? Oldtimer, Bier, was zu essen und Musik. So, und das ist doch mal eine Symbiose, die passt, und die haben wir ja sukzessive Stück für Stück aufgebaut und weiterentwickelt.
Das nächste Treffen ist wann, wo? Das nächste Treffen, also das nächste Russentreffen, wir rühren ja schon die Werbetrommel, ist vom 9. bis 11. Mai 2014. Der Termin steht fest und die Besucher, die sich das ja anschauen, die können den Termin schon mit nach Hause nehmen. Jetzt hat manch einer einen Traktor zu Hause stehen, auf weiß nicht, dass es sowas gibt, will sie in der Show stellen oder mitmachen oder sonst was. Dann kann er sich einfach melden? Dann kann er sich melden, kann sich im Internet schlau machen unter www.russentreffen.de. Da sieht man die Veranstaltung. Und ich glaube, das, was wir jetzt hier alle beide machen, trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass wir breiter und weiter unters Volk geschmissen werden. Wenn ich hier so über den Festplatz gebe, gibt es ja verschiedene Clubs, die hier sind. Ich sag mal so, ja. Die aus dem Erzgebirge? Bulldog-Freunde, Erzgebirge sind da. Die haben am Anfang haben die Angst gehabt, hierher zu fahren zum Russentreffen mit dem Bulldog. Aber jetzt sind wir so weit, dass die Bulldog-Freunde auch hierher kommen. Wir als Landsfreunde ist bedingt, dass die Arbeit historisch gewachsen ist. Wir sind auch präsent hier, weil wir ja auch die Werbetrommel für unsere Veranstaltung rühren können, die nachher vom 6. bis 7. Juli in Leipzig-Markleberg wieder stattfindet. Also es ist immer eine gegenseitige, sag mal, Befruchtung. Wie viele Traktoren nehmen heute am Bulldog-Rennen teil und wie viele sind ungefähr jetzt hier auf dem Platz, circa? Ich denke mal, wir werden hier so 100, 150 werden wir da haben. Ich habe die genaue Zahl noch nicht da, aber ungefähr 150 Oldtimer-Traktoren sind ja teilweise neue Traktoren, die noch in Benutzung sind. Aber insgesamt 150 Teilnehmer schätze ich jetzt erstmal. Und der eine oder andere muss noch arbeiten und kommt vielleicht noch. Ja, es kommen auch ständig neue Anmeldungen. Ja, ich habe schon gesehen, und dass wieder einer reinkommt. Als Highlight geht es morgen auf den Sachsenring. Auf den Ring. Wie viel Uhr? Um 10 Uhr. Um 10 Uhr. Ja. Und dann ist dort eine große Kurse? Dann ist ein Korso oder das heißt Besichtigungsrunde. Aber wir hatten vor 2 Jahren auch ein paar Treckerfreunde dabei. Das war der älteste Teilnehmer, hat gesagt, dass ich das noch erleben kann, der hat geheult. Dass ich mit meinem Trecker, mit meinem Bellerhaus auf den Sachsenring eine Runde drehe. Das ist unwiederbringbar. Wir machen es jetzt wieder. Ja. Aber der konnte es eigentlich nicht fassen. Und das ist ein Erlebnis gewesen. Und ich glaube, da gibt es auch bei YouTube, gibt es da ein paar Bilder, wo die da... Es beginnt um 10. Bis wann geht die Veranstaltung? Ich denke mal, die werden anderthalb Stunden werden sie brauchen. Erstmal, ehe sie hingefahren sind, müssen sie Reifen sauber machen. Die Maschinen müssen in Ordnung sein, sonst damit sie die Strecke nicht versauen. Und wir wollen das ja parallel hier weiterlaufen lassen, dass hier weiter Leistungsvergleiche sind. Und das als Highlight für die Traktoristen, diese Sachsenring-Rundfahrt hier durchgeführt wird. Du kannst auch zum Schluss dich bei allen deinen Unterstützern bedanken? Ich denke mal so, ein ganz großes Dankeschön geht an die Oldtimer-Freunde, die mit ihren Maschinen hierher gekommen sind, und auch an die Russen-Freunde, sage ich mal so. Und wir haben ja auch welche, die laufen ja in Originaluniformen rum. Ja? Ja. Oder machen ja Tandem, wie heißt das, Tandem-Stockram trinken. Aber das können sie machen. Und ich sag mal so, eigentlich sind es die Veranstalter, das ist Land- und Kommunaltechnik Hommersdorf. Die sind für das ganze technische Know-how auf der Bahn zuständig. Dann die Firma Bellimpex und die Andrea und Partner, die für die gastronomische Versorgung zuständig sind. Ja, die Andrea war schon immer erwischen. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Spaß und dass das Wetter durchhält. Ja, Dankeschön. Danke. Nun hole ich wieder meinen Trecker aus dem Stall. Damit kenne ich mich aus in jedem Fall. Und komm ich abends müd nach Haus, gönn ich mir keine Ruhe und striegel dann noch zärtlich meine Schotsche Hochlandkuh. So, der Herr Lehmann ist ja noch hier vorbei beim Russentreffen unterwegs und hat jetzt die Andrea Werner. Ja, Andrea. Du bist die Organisatorin dieser Veranstaltung. Seit wie vielen Jahren organisierst du das schon? Seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren. Was hast du in den 8 Jahren von Menschen kennengelernt? Also ich muss mal so sagen, der Menschenschlag da hier unterwegs ist sehr bodenständig, handfest. Und wir betreiben das ja auch als Familie, das Thema. Wir sind ja nur nicht bloß welche aus der Ortschaft umgeben, sondern Nein. Auch aus Bayern. Bist du aus Holland sind sogar welche angereist? Als wir das Thema hier ins Leben gerufen haben, haben wir uns natürlich Partner gesucht. Wenn ein Russentreffen organisiert wird, dann möchte Russentraktor auf dem Platz haben. Das heißt, der Importeur, der diese Russentraktoren aus Minsk nach Deutschland bringt, ist bei uns als Partner im Boot. Und der hat die ersten Kontakte zu einem Belarus-Team, Pulling-Team in Holland geknüpft. Und so sind die Kontakte nach Holland zustande gekommen. Die Teammannschaft ist so dieses Jahr mit da, bringt aber ihren Traktor nicht mit, weil der mittlerweile 700 PS hat und nicht mehr vor unseren Schlitten darf. Dafür ist ja der Herr Bullens heute da. Und es haben sich da ja freundschaftliche Kontakte mittlerweile entwickelt.
Mein Sohn hat ja mit dem Royal Jansen, das ist das erste holländische Team, die hier am Start waren, Freundschaft geschlossen und die Jungs haben Blut geleckt. Daraus ist dieses Russentreffen-Team entstanden, was ja auch zur deutschen Meisterschaft mittlerweile startet, die auch 300 und 500 PS-Traktoren mittlerweile aufgebaut haben. Die deutschen Meisterschaften? Genau, die finden eben Ende Mai in Altenburg statt und dann ist Mitte Juni, im 22. das Wochenende, der Lauf in Alkersleben. Das sind die zwei ostdeutschen Läufe, die anderen finden in den westlichen Bundesländern statt. Zum Organisieren gehört ja nicht bloß, dass man ein Feld findet, wo man fahren kann, und dann ist ja vieles drumherum. Genau. Wer unterstützt dich dabei hier alles? Ja, das ist eigentlich alles unsere Truppe. Unsere Russentreffen-Truppe und unsere Firma. Unsere Firma. Dann tun sich ja auch viele hier präsentieren. Nicht bloß, dass sie jetzt an dem Bulding teilnehmen, sondern auch ihre Traktoren und ihre Technik so präsentieren. Morgen ist ja ein Lauf, eine Show auf dem Sachsenring. Die beginnt um 10? Genau so ist es. Also von 8 bis 9 Uhr läuft nochmal die Anmeldung. Und dann machen wir unsere Ausfahrt, die sonst jährlich über normale Straßen führt, in diesem Jahr zum zweiten Mal auf dem Sachsenring. Das wird sicherlich sehr viel Freude machen im vergangenen Jahr. Also vor 2 Jahren haben wir das erste Mal gemacht, da waren über 100 Traktoren am Start. Und wir rechnen mit einer sehr viel höheren Beteiligung in diesem Jahr. Das Wetter hält ja wunderbar durch. Das hoffen wir mal. Sollte es regnen, Zelt steht ja zur Verfügung. Genau. Und für das kulinarische und leibliche wurde es auch gesorgt. Genau. Was gibt es heute besonders zu empfehlen? Meinen Sie jetzt kulinarisch oder auf der Veranstaltung? Kulinarisch. Unser Mutzbraten mit Sauerkraut ist immer sehr gefragt. Das ist eine Thüringer Spezialität. Und ansonsten haben wir ja das normale Festprogramm, was es hier zu geben gibt, für andere Geschmäcker, China-Nudeln, Langosch, Brezeln, Süßes, Eis, ist ja alles vorhanden. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß heute. Was ich vielleicht noch hinzufügen darf, es ist eine Familienveranstaltung. Wir haben also für Kinder die kostenlosen Traktorrundfahrten. Wir haben hier hinten diesen Kinderbereich mit Hüpfburg und Spielmobil und Bonnyreiten und Spielkasten und allen möglichen. Also es ist auch nicht bloß was für die Papas, sondern für die ganze Familie. Und der Termin für nächstes Jahr steht auch fest? Der steht fest. Vom 9. bis 11. Mai 2014 laden wir wieder ganz herzlich an die Goldbachstraße ein. Ich hoffe, bis dahin hören wir uns vorweg und machen im Vorfeld dann nochmal ein Interview. Aber gerne, sehr gerne. Dann danke ich dir ganz herzlich. Alles klar. Viel Erfolg. Gut, danke. Tschüss.